Ich möchte auf das Thema auch vermögensverwaltende Fonds eingehen, Asset Allocation, und Ihnen so ein bisschen erläutern, wie wir aus Schroders das Thema angehen, wie wir vielleicht uns auch etwas abgrenzen zu den anderen Gesellschaften, dass Sie einfach ein Gefühl dafür kriegen, warum wir vielleicht bei Ihnen in die Allokation mit hineingehören sollten und warum auch nicht. Und am Anschluss zu dem, was ich Ihnen dann nochmal erläutere, gibt es bei uns auch einen gewissen Ansatz. Ich glaube, viele von Ihnen setzen auch ETFs ein oder zumindest haben ETFs mit im Radar. Und da haben wir aus unserem Hause auch eine gewisse Lösung, die vielleicht für Sie interessant sein könnte, quasi fast wie von der Kostenstruktur wie ein ETF, aber aktiver gemanagt mit einer gewissen Outperformance. Aber erstmal an der Stelle. So. Zum Hause Schroders generell. Also das Haus Schroders existiert schon etwas länger, eine Familientradition seit 1804. Diejenigen, die uns als Haus nicht kennen, deutsche Wurzeln in der Nähe von Quakenbrück, also quasi Hamburger Raum. Aber das Ganze ist dann aufgewachsen und größer geworden in Großbritannien. Und irgendwann wurde dann aus Schröder Schroders, das heißt aus dem Ö wurde ein O. Das ganze Unternehmen ist zum Großteil im Familienbesitz. Und die Familieninhaber in der sechsten Generation haben eigentlich an uns nur einen großen Anspruch, dass wir nach wie vor dafür sorgen, dass das Unternehmen vernünftig agiert und auch die eigenen Kundengelder und die Familiengelder vernünftig managt und zusätzlich auch in regelmäßigen Abständen natürlich für eine gewisse Dividende sorgen, weil auch die Familie muss auch von den Anteilen leben können. Fokussierung ist ausschließlich und allein auf das Thema Vermögensverwaltung. Wir haben nicht noch eine Bank irgendwo im großen Hintergrund, die uns dann im Endeffekt doch wieder befiehlt, was wir machen sollen, sondern wir sind zu 100% unseren vermögensverwaltenden Ansätzen und unseren Kundengeldern schuldig. Wir agieren global mit einer lokalen Expertise. Ich habe Ihnen das versucht, mal hier zu verdeutlichen. Wir verwalten 307 Milliarden. Das ist also eine angenehme Größe. Damit sind wir nicht zu klein, damit sind wir aber auch noch definitiv nicht zu groß. Das heißt also, mit unseren 403 Investmentspezialisten in 27 Ländern und 37 Büros, das heißt, in manchen Ländern wie in den USA sind wir einfach in mehreren Büros vertreten. Und das Angenehme ist, wir sind quasi lokal aufgestellt, können aber noch miteinander vernetzt arbeiten. Das heißt, keiner von uns ist losgelöst im Elfenbeinturm. Und wir sagen, deswegen haben wir das Angenehme, so eine Art lokale Expertise, also lokale Expertisen global vernetzt. Das so viel zum Thema Schroders, zu dem Haus generell. Jetzt geht es um das Thema Multi-Asset. Und für diejenigen, die sich sagen, naja, die Fonds mit teilweise einem Geburtsdatum und einer Auflage von 2009 sind ja noch gar nicht so lange existent. Dazu müssen wir sagen, dass im Endeffekt das, was Sie als Publikumsvariante zur Verfügung stehen haben, ist die Quintessenz von Investmenterfahrung nicht nur von 1804, sondern halt aus den 40er Jahren. Das heißt, wir haben angefangen mit unseren eigenen Geldern. Wir verwalten unsere eigenen Schroders Pensionsgelder nach den Ansätzen, die ich Ihnen hier zeige. Wir haben zusätzlich andere Pensionsgelder oder auch, ich sage jetzt mal, eine Queen von Großbritannien hat gewisse Gelder, die man vielleicht managen darf und soll. Und diese Ansätze, die haben wir schon seit den 40er Jahren und diese Mandate auch. Aber letzten Endes in die Publikumsfonds ist es erst wesentlich später gekommen. Und wir verwalten im institutionellen Bereich sogar etwas mehr als 58 Milliarden. Wir haben vor kurzem noch zwei Mandate kriegen können von europäischen Versicherern. Das heißt, wir sind momentan bei knapp 60 Milliarden. Die Fondsmanager selber, und das ist für mich ein wichtiger Aspekt, die sind investiert nicht, weil sie es wollen, das auch, aber auch, weil sie es müssen. Eine gewisse Komponente der Vergütung der Fondsmanager muss in die eigenen gemanagten Fonds fließen, weil damit wollen wir auch die Fondsmanager noch stärker quasi an ihre eigenen Ideen binden und das für sie auch messbar und spürbar machen. Zu guter Letzt haben wir zu unseren Produkten, und wir sehen sie auch nicht als Alleinstellungsprodukte, sondern eher als gute Kombination oder Diversifikator zu Multi-Asset-Portfolios. Und wir haben bei Produkten für diejenigen, die vielleicht Kunden haben, die das mögen oder brauchen, auch fixe Ausschüttungen. Wir sprechen bei dem Thema von bei Multi-Asset eher weniger davon zu sagen, man hat einen konzentrierten Gedanken, dass man sagt, in der Phase zu 70, 80, 90% in Aktien und in der Phase dann vielleicht zu 80, 90% nur in Anleihen. Sondern was wir eher versuchen, ist hinzugehen zu sagen, die ganze Möglichkeit und Bandbreite der Anlageklassen, die zur Verfügung stehen, möchten wir auch nutzen, möchten wir dann so umsetzen, dass wir vom Risikorenditeprofil das erreichen, was ich Ihnen auch im Anschluss gleich zeigen werde. Das heißt also, wir benutzen Wandelanleihen, Rohstoffe, Verbriefungen, Unternehmensanleihen, Hedgefondsartige Strategien, absolute Returnartige Strategien, Gold, Aktien, Private Equity, nur um ein paar zu nennen. Das heißt, wir versuchen schon die Klaviatur sehr breit zu spielen. Sie sehen jetzt hier fünf Hauptfiguren, das ist im Endeffekt das Asset Allocation Committee, das ist der Ausschuss. Aber Sie müssen sich so vorstellen, hinter diesen Personen ist ein Team von insgesamt über 96 Personen, die nur für das Multi-Asset-Thema zur Verfügung stehen. Das heißt also, die Kollegen, wenn wir hingehen und sagen, wir machen Research von der Risikoprämienseite her, das heißt, wir gucken uns nicht einfach nur die Anlagenklassen an,
oder die Korrelation der Anlageklassen, sondern was wir machen ist, wir gucken uns im Endeffekt an, kriegen Sie eine gescheite Prämie für das Risiko, was Sie eingehen. In bullischen Phasen kann die Risikoprämie von Aktien im Verhältnis zu Unternehmensanleihen wesentlich spannender sein, aber in negativen Phasen kann es sein, dass selbst Liquidität für Sie zwar keine Rendite abwirft, aber die Risikoprämie und das, was Sie dann in der Phase mit Liquidität nicht verlieren, im Verhältnis zum Beispiel zu Aktien oder hochspekulativen anderen Anlagemöglichkeiten, diese Prämie, die ist dann für uns relevant. Das heißt also, wir kommen von der Risikoseite und das kann ich Ihnen auch sagen bei den zwei Produkten, auf die ich dann eingehe, was wir versuchen in erster Linie ist, Ihnen eine vernünftige Rendite zu liefern, aber dann im wichtigen Schritt zu sagen, das mit wenig Volatilität, mit wenig Drawdowns und das ziemlich zuverlässig. Und deswegen sprechen wir auch von unserem Ansatz teilweise suffisant als Gute-Nacht-Effekt. Damit wollen wir einfach nur symbolisieren, dass Ihre Kunden oder Sie einfach dann in Ruhe stabil durch die ganzen verschiedenen Zyklen fahren können und im Endeffekt der Kunde auch gut schlafen kann. Generell einfach jetzt mal die Zahlen, Daten, Fakten. Das heißt, bei den Stammdaten möchte ich Ihnen nur aufführen, das aufgelegte Produkt, der ausgewogene Fonds, das ist der Global Dynamic Balanced. Ich gehe auch gleich auf das Ziel des Produktes ein. Ich möchte Ihnen nur sagen, wir haben bei diesem Produkt im Endeffekt zwei, drei Varianten. Die institutionelle Tranche blende ich mal aus, ist tendenziell immer günstiger. Und die andere Sache ist, wir haben hier eine fixe Ausschüttung. Das heißt, wir haben hier jetzt nicht direkt eine Garantie, aber die Ausschüttung ist fix auf 3%. Sollten wir das über einen sehr langen oder längeren Zeitraum nicht erreichen, behalten wir uns das natürlich vor, diese Zahl nach oben oder nach unten zu korrigieren. Aber zurzeit ist es 3% und dieses ist für uns quasi in diesem Produkt die Mindesthürde. Das heißt, wenn wir 3% per annum ausschütten in einer Tranche, Sie können auch tesorierend nehmen, aber dann wollen wir zumindest diese 3% für Sie erwirtschaften per annum. Bei diesem Produkt ist es so, dass wir maximal 60% in Wachstumsanlagen gehen können. Wachstumsanlagen sind auch für uns Hochzins, nicht nur Aktien. Oder auch teilweise irgendwelche Infrastruktur oder auch teilweise Absolute Return-Produkte. Das heißt also, insgesamt darf und kann die maximale Aktienquote bei diesem ausgewogenen Fonds 50% betragen. Und insgesamt für Wachstumsanlagen 60%. Oder im Umkehrschluss, wir werden immer 40% im defensiven Bereich investiert sein. Können diese 40% aber auch bis auf 100% hochfahren. Weil bei diesem Produkt wollen wir eher defensiver unterwegs sein. Und da haben Sie auch nochmal unser Minimalziel von 3% über einen gewissen Geldmarktzyklus. Das heißt also eher im kurz- und mittelfristigen Bereich. Im Schnitt 3% zu erwirtschaften. Inoffiziell ist unser Ziel 4-6%. Von der Renditeentwicklung, Sie haben jetzt hier die Zahlen bis Ende Januar. Im Februar, der Februar ist leider noch nicht zu Ende, deswegen habe ich noch keine testierten Zahlen. Im Morningstar kann ich Ihnen sagen, dass wir im Februar wieder ein Stück nach oben gegangen sind. Das heißt also im Endeffekt, den Knick, den Sie hier sehen, der ist dann wieder fast ein bisschen mehr als auf Pari, als was hinausgebaut wurde. Das heißt, bei dem Produkt wollen wir 4-6% liefern, mindestens die 3% per annum und das mit einer geringen Volatilität. Und Sie sehen hier ein zuverlässiges Produkt mit einer Volatilität von um die 4, da bewegen wir uns im Korridorbereich. Annualisierte Rendite ist etwas mehr als 4,4 aufgrund der Kursentwicklung in den letzten Wochen. Und die Rendite zum Beispiel im letzten Jahr, wo nicht alle Gesellschaften gut gewirtschaftet haben, war 5,2%. Das heißt also, bei dem, was wir versprechen, sind wir auch hier genau in unserem Fahrwasser und erwarten auch weiterhin in diesem Bereich aufgrund unseres Ansatzes, dass wir etwas breiter aufgestellt sind und mehr diversifiziert sind, auch sukzessive regelmäßig die 4-6% zu erwirtschaften, zumindest die 3%. So wichtig an dem Bereich, es geht hier eher um ein defensiveres Produkt. Exemplarisch die Aufteilung, damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, wie so ein Portfolio aussieht. Das heißt, wir haben hier einerseits die Aktienquote und hier sehen Sie es quasi runtergebrochen. Da ist in der letzten Zeit eine leichte Verschiebung, etwas mehr in den Bereich Europa zu gehen und etwas weniger in die USA, weil wir sagen einfach, USA ist in vielen Bereichen schon sehr gut gelaufen oder einfach teurer geworden. Nicht in allen Bereichen, aber in vielen. Sie sehen auch hier, dass wir vieles mit Future abdecken, weil wir einfach im Future-Bereich sehr schnell handeln können und sehr kosteneffizient. Wir sind aber auch in der Lage, in diesem Produkt alles einzusetzen. Das heißt, hauseigene Fonds, Fremdfonds und das Thema ETFs. Wichtig ist nur an der Stelle, wir sind dachfondsfähig. Das heißt, Sie würden niemals mehr als 10% in einer Fondsvariante finden. Und wenn wir hingehen, und ich habe ja auch gesagt, nicht nur Aktien, Sie sehen ja hier Wachstum insgesamt im offensiven Bereich 48%, setzt sich zusammen aus diesen fast 36%. Dann den kompletten Bereich der alternativen Investments, in die wir drin sind. Und zusätzlich der Bereich der Hochzinsanleihen, also wo wir nicht in einer guten Qualität Investment Grade sind, sondern etwas höher darüber hinaus.
Was wir in der letzten Zeit gemacht haben, wir haben unsere High-Yield-Position etwas reduziert, haben quasi da auch Gewinne mitgenommen, weil wir einfach gesagt haben, dass in diesem Bereich sind die Spreads schon teilweise sehr zugelaufen und wir finden eher in anderen Bereichen wieder so etwas Potenzial. Wir haben hier ein Produkt, das ist der Schroder Geier Edgerton. Das ist ein Long-Short-Produkt, globale Aktien. Und in diesem Fonds werden wir in der Regel immer irgendwo investiert sein, weil dieser Fonds findet sich A im Hardclose und B hat ein sehr schönes Risikorenditeverhältnis mit annualisierten Renditen von Richtung 8-9% mit einer Volatilität von knapp etwas mehr als 6-7. Wir würden auch gerne die Position ausbauen, aber wie gesagt, der Fonds ist im Hardclosure. Nur um Ihnen mal ein Gefühl dafür zu geben, was wir auch teilweise im Absolut-Return-Bereich einsetzen. Wichtig an der Stelle auch, viele der Mitbewerber haben teilweise in diesem Bereich oder auch manchmal in diesem Bereich setzen sie eher weniger auf Future. Das hat natürlich den Nachteil, dass man, wenn man mal schnell liquidieren will und alle durch die Tür gehen, dass man teilweise in dem Futures-Bereich natürlich einen eher breiteren Markt hat und in anderen Bereichen einen eher engeren Markt. Ein zweites Produkt, wo wir etwas offensiver, sportlicher sein wollen, aber immer noch eher defensiven Charakter, ist der Global Multi-Asset Income. Hier versuchen wir nicht einen ausgewogenen, sondern eher einen einkommensorientierten Fonds. Sie sehen auch hier wiederum, wir haben verschiedenste Tranchen. Wichtig an der Stelle hier, haben wir eine Ausschüttung von 5%. Also wir haben eine Tranche mit einer fixen Ausschüttung von 5%. Wir haben aber auch eine thesaurierende Tranche. Das heißt, hier ist unser Minimumziel, 5% per annum zu erwirtschaften. Und unser generelles Ziel? Die angestrebte Wertentwicklung sind aber nicht die 5%, sondern 7%. Das heißt, hier versuchen wir noch einen Schnaps obendrauf. Erlauben uns aber auch dann etwas mehr Risiko, die Volatilität zwischen 5-10%. Obwohl diese Strategie erst im 18. Dezember 2012 aufgelegt wurde. Sorry. Ja, nochmal an der Stelle hier. 18. April 2012. Obwohl diese Strategie erst da aufgelegt wurde, ist sie international sehr erfolgreich und angenommen worden. Also nicht nur deutsche Gelder oder europäische Gelder. Wir sind momentan bei diesem Produkt bei 4 Milliarden, Tendenz steigend. Weil einfach vom Ansatz her diese 5-7% zu erwirtschaften sehr gut angenommen wird, weil es eigentlich den Nerv der Zeit trifft. Weil wenn Sie hingehen und sagen, naja, inflationsbereinigt, EZB, Inflationsziele sind 2%. Zusätzlich haben wir noch vielleicht die eine oder andere Gebühr. Und wenn Sie dann sagen, Sie wollen Nachkosten mindestens 4, wenn nicht sogar 5-6% liefern, das ist der Grund, warum dieses Produkt auch sehr gut angekommen ist. Was machen wir bei diesem Produkt? Wir sind wesentlich diversifizierter. Aktuell sind wir im Portfolio bei 1400 Positionen. Ein Großteil der Positionen sind aus dem Aktienbereich, aber auch vieles aus dem Rentenbereich oder auch aus den anderen Bereichen, den anderen Anlageklassen. Was wir hier machen, ist im Endeffekt, wir gehen hin und filtern das Anlageuniversum aus 20 Anlageklassen, über 40 Länder verteilt, 12 Sektoren. Das macht insgesamt ca. 25 Wertpapiere. Und wir bauen daraus das Portfolio zusammen, was auf der einen Seite 5% oder knapp über 5% Ertrag bringen soll und auf der anderen Seite natürlich eine Wachstumskomponente. Auch hier wiederum in den letzten Wochen oder ich sag mal in dem Februarmonat ist das wieder in die andere Richtung gegangen. Das heißt also insgesamt wird die Rendite seit Auflage etwas höher sein als das, was Sie sehen. Im Schnitt bewegen wir uns knapp Richtung 6,5%. Das heißt also unser Ziel, die 7%, ist nicht so weit weg. Bewegen uns im Korridor. Von der Volatilität sind wir sogar unterhalb unseren Grenzen von 5-10%. Das heißt also, was wir als Sales, sage ich Ihnen privat, gerne hätten, ist, dass der Fondsmanager vielleicht ein bisschen mehr die Risikokomponente erhöht und auf der anderen Seite dann wieder in die Richtung 7% kommt. Weil wir dann einfach sagen können, wir wollen 7% liefern und haben sie auch gebracht. Momentan bewegen wir uns knapp von den Zielen entfernt, weil wir aber auch etwas vorsichtiger sind als das, was wir uns eigentlich zugönnen oder zugestehen. Die Renditeentwicklung in 2013 mit 5,8% sind nicht genau die 7%, aber wie gesagt, auch bei diesem Produkt ist es nicht auf nur Jahresbasis, sondern geben sie uns einen gewissen Zyklus Zeit, also ich sag mal im Schnitt mindestens die 3 Jahre. Von der Aufteilung her, ohne jetzt großartig auf die einzelnen Positionen einzugehen, möchte ich Ihnen nur sagen, wie bei dem anderen Fonds vorher auch, benutzen wir hier auch kurzzeitig Future-Positionen. Das heißt, wenn Sie hier eine Aktienquote sehen von 35%, ist das Netto-Exposure vielleicht bei 32-31%, weil wir einfach in gewissen Phasen sagen, das Schnellste, was wir machen können, um abzufedern, gegenzusteuern, sind Futures. Zusätzlich wichtig ist, wenn wir eine Ausschüttung von 5% Ertrag anpeilen, wo meinen wir denn, können wir das holen? Einerseits klar aus hochqualitativen Dividendentiteln oder auch Dividendentiteln per se. Da sehen wir einen Bereich von ungefähr 4,6%. Da müssen Sie aber schon global investieren und nicht nur in den USA. Dann aus dem Bereich der High Yields, Europa und USA, sagen wir Renditefaktor, Ertragsmöglichkeiten eher in dem Bereich.
Ja, und wenn Sie noch etwas höher gehen, dann sind Sie zum Beispiel bei dem Bereich Emerging Market, Local Currency oder Emerging Market Unternehmensanleihen, dann in US-Dollar, weil der Markt da noch nicht so groß ist für lokale Währungen. Und so, wenn Sie das zusammennehmen, so im Endeffekt, das ist auch die Zielvorgabe und das, was die Fondsmanager jederzeit haben und die Investmentspezialisten, und versuchen immer die Komponenten so zusammenzustellen, dass wir die 5% per annum hinbekommen. Bei diesen Produkten sind wir zurzeit nicht bei 5%, sondern bei knapp 5,1. Sie können sich so vorstellen, dass quartalsweise Ausschüttung und im letzten Quartal gibt es da nicht ein Viertel, sondern halt nochmal plus 0,1 da drauf, also 1,26. Von dem Teamansatz her ist es so, das sind die Hauptfiguren. Der Hauptentscheider ist im Endeffekt sind die zwei, wobei das der Hauptfondsmanager ist, das heißt, das ist letzten Endes der Hauptverantwortliche. Der greift aber wiederum auf die Expertise von einem Team von über 90 Personen, weil wir einfach sehr viele Anlageklassen auch vom Risikoprämienansatz screenen müssen. Wichtig an der Stelle ist, und da kommt auch für mich der Brückenschlag zu dieser ETF-Variante, ist das sogenannte QAP-Team. Das heißt für uns nichts anderes, als dass wir hier einen quantitativen Ansatz fahren. Was wir hier versuchen, und das zeige ich Ihnen an der nächsten Stelle, ist im Endeffekt, und das habe ich jetzt exemplarisch mal unseren Global Core genommen, heißt nichts anderes als global für globale Aktien und Core steht für nicht nur Value oder Quality oder Growth, sondern einfach eine Kombination aus allem, aber dann halt konzentrierter. Sie haben hier, das ist die Insti-Tranche, eine Kostenstruktur, die nicht komplett ETF-nah ist, aber sehr nah dran kommt. Das heißt auch günstiger. Und Sie sehen von den Regionen, Titelgewichtungen und auch im Endeffekt vom Beta und Tracking Error, wenn Sie es nehmen wollen, wollen wir gar nicht so weit von der Benchmark, dem MSCI World, abweichen. Aber wir wollen mit unserem Ansatz ein Alpha liefern von ca. 1% per annum. Wir haben noch andere Strategien, die dann teilweise auf Value konzentriert sind, auf Emerging Markets konzentriert sind. Und alle diese Strategien, Gott sei Dank, liefern auf mehrere Jahre hinweg im Schnitt eine Rendite, die ein Alpha zeigt. Das heißt also, wir sind mit unserem Ansatz soweit zufrieden. Ich muss Ihnen auch gestehen, im deutschen Markt haben wir diese Ansätze noch gar nicht so stark nach vorne gestellt. Das heißt, was wir hier haben an Investments sind 34 Milliarden, die zum großen Teil international von Pensionskassen kommen. Weil die sich sagen, naja, wenn ich ein ETF habe und ich habe einen aktiven Manager, der es schafft, in bestimmten Phasen einfach zu sagen, Sektoren übergewichten oder untergewichten und das einen sehr guten Job macht. Und da gehen unsere Strategien hin. Das heißt also, als ETF-Variante oder nicht Ersatzprodukt, aber weitere Variante geht es folgendermaßen. Wir screenen erstmal das Universum nach Value und Qualität. Das sind für uns die primären Wachstumstreiber. Da versuchen wir einfach das zu finden, wovon wir meinen, es kann eine Outperformance liefern. Zusätzlich haben wir noch taktische Komponenten, das heißt Momentum oder Glamour. Es gibt bestimmte Titel, wo Sie einfach sagen, strategisch langfristig würde ich die nicht nehmen, weil die sind vielleicht teilweise schon zu teuer. Wo Sie aber einfach sagen, taktisch kann es in den nächsten Wochen oder Monaten durchaus vorkommen, dass der Markt diese Titel nochmal etwas weiter nach oben treibt. Und das ist für uns das Thema Momentum und Glamour. Dann im nächsten Schritt geht es an die Gewichtung der Titel. Das heißt, da machen wir wirklich im täglichen Geschäft, ähnlich wie danach auch zum Schluss bei der Portfoliokonstruktion, und gehen wirklich hin und sagen, okay, dieser Titel von der Value-Seite zum Beispiel, bietet er noch ein Aufwärtspotenzial? Ist es eine unentdeckte Rosine? Wie ist die aktuelle Situation? Das machen die Kollegen anhand eines Entscheidungsbaumverfahrens. Man stellt quasi jedes Mal eine bestimmte Frage zu einer Kennzahl oder zum Ansatz und dann entscheidet man für sich einfach nur Ja oder Nein. Und so kommen Sie dann irgendwann nach einem gewissen Kaskadieren zu einer Entscheidung für oder gegen einen Titel. Und so wird das Portfolio oder das Universum schon noch wesentlich konzentrierter. Und zum Schluss haben wir dann noch die 500 Titel, die jederzeit, jeden Tag adjustiert werden. Und das ist einfach nur für mich, für diejenigen, die als ETF oder sehr stark ETFs einsetzen, dass sie einfach mal gucken, es gibt vielleicht nicht nur bei uns, sondern auch generell vielleicht woanders Ideen und Strategien, die Ihnen ähnlich wie ein ETF eine Kostenstruktur bieten, aber ein Outperformance-Potenzial bieten, weil einfach ein aktiver Manager die Gewichtung verändert oder auch die Titelselektion verändert. Und hier habe ich Ihnen nochmal verdeutlicht, einfach nur für verschiedene Strategien sehen Sie im Endeffekt dann auch, dass die Outperformance. Und dann bin ich auch an der Stelle zu diesem speziellen Thema am Ende und wollte Ihnen einfach nur sagen, der Brückenschlag ist, dass wir bei einem Produkt sehr stark diese Strategien einsetzen, und zwar beim Global Multi-Income. Und letzten Endes haben Sie noch den Gruß aus der Rechtsabteilung und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.